Hallo Leute, was geht ab? Euer vom Start und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Ankündigungsvideo. Ich wollte euch mal kurz verraten, dass ich am Samstagabend bei Let's Play Poker sein werde. Das Ganze ist eine Veranstaltung von Studio 71, also dem Netzwerk von ProSieben. Und es wird Poker gespielt. Ich finde das mega cool, ich wurde da eingeladen. Und wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, könnt ihr am Samstagabend einfach mal auf YouTube neuerdings, das war ja vorher immer auf mein Video, der Livestream-Plattform, also es wird dann auf YouTube live gestreamt. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung, wo ihr draufklicken könnt, der halt jetzt noch nicht funktioniert, aber dann am Samstag funktionieren wird. Und ich freue mich da mega drauf. Ich habe am Montag, glaube ich, das allererste Mal Poker gespielt, mein Dad hat mir das beigebracht. Und inzwischen läuft es ganz gut, also bei PokerStars.de bin ich jetzt schon ein bisschen am Üben und so ein Kram, aber es geht. Also ich bin wirklich momentan eigentlich schon ganz gut dran, ich freue mich schon mega. Es werden sehr viele Gäste kommen, unter anderem ein TV-Gesicht, ich weiß gar nicht, ob ich es noch veröffentlichen darf, aber ich freue mich mega drauf, weil ich diese Person selber auch früher ab und zu im Fernsehen geguckt habe. Und Freunde, also wenn ihr Bock habt vorbeizukommen, schaut unten mal in der Videobeschreibung vorbei. Natürlich muss ich auch ein persönliches Mitbringsel dann mitbringen. Und ich habe mich für mein Bändchen mit Tasche von der allerersten Gamescom entschieden. Die hat nämlich so eine kleine Geschichte, da steht nämlich nicht mein Name drauf, sondern ein Name von einer Person, die ich halt durchgestrichen habe. Weil ich ganz einfach das keinem zeigen darf, vom Namen her Datenschutz, bla bla. Auf jeden Fall war es so, dass ich kein Presseticket bekommen habe und mir dann eine ganz gewisse Person irgendwie wirklich noch mit alles, wirklich alles gegeben habe, um mir diesen blöden Presseausweis zu besorgen, und am Ende hat er mir seinen geschenkt. Und das war für mich so krass, dass eine Person mir seinen Ausweis schenkt für mich. Und das bedeutet, hat mir so viel bedeutet, und den habe ich mir die ganze Zeit an die Wand gehangen in mein Zimmer. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, hey, das ist doch ganz cool mitzubringen, und jetzt habe ich mich dafür entschieden. Und ja, wie es eventuell der ein oder andere von euch kennt, muss man natürlich, falls man gewinnt, noch eine Organisation oder eine Person oder sowas haben, wo man halt das gewonnene Geld hinspendet. Also wenn man gewinnt, kann man Geld gewinnen und kann das Ganze, muss das Ganze spenden, ne? Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall habe ich mich für die Lebenshilfe in Mayen, ich denke mal, der Ort ist keinem von euch ein Begriff, ist bei mir in der Nähe, hier Rheinland-Pfalz, auf jeden Fall für die Lebenshilfe Mayen entschieden, da die Lebenshilfe Mayen ein Zentrum hat und sich um Behinderte, um generell Kinder, um auch erwachsene, lebensunfähige Menschen und alles kümmert. Und ich finde das einfach eine mega coole Aktion. Ich denke mal, wenn man so in einer großen Stadt wohnt, kriegt man davon nicht so viel mit, aber wenn man hier, wie bei uns, mehr auf dem Land wohnt, dann kriegt man halt sowas mega viel mit, und die Lebenshilfe hat hier überall die Finger mit drin, unterstützt wirklich alles, und ich finde das halt einfach mega cool von denen, und deswegen würde ich mich dann dafür entscheiden und denen das Geld spenden, wenn es dann soweit kommt. Ich bezweifle stark, dass ich gewinne, aber das werden wir dann sehen. Und ja, natürlich ein Link von der Lebenshilfe auch nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr euch auch mal alles in Ruhe durchlesen. Auf der Website gibt es noch ein paar Projekte und so, die ihr euch da mal durchlesen könnt, was die schon so alles gemacht haben. Und Freunde, ich mache mich jetzt nach Köln. Wir haben gerade 7:30 morgens und ich fahre jetzt gleich mich mit Zoronic treffen, bla bla bla. Sorry, dass jetzt die Tage nicht so wirklich ein Video kam. Wird auf jeden Fall noch eins kommen. Und Freunde, weil jetzt kein Video kam, machen wir noch schnell ein Gewinnspiel. Ihr könnt auch Videodeck-Tickets gewinnen. 2 Stück. Also schreibt schön in die Beschreibung, warum ihr die haben wollt. Und Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns bei Let's Play Poker am Samstagabend. Link in der Videobeschreibung. Und tschaußen.